Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats. Ja, es ist der letzte Donnerstag im August und das ist Hörgenusszeit. Das bedeutet für euch immer den ein oder anderen Hörbuch und auch Buchtipp. Ich packe euch die Playlist und natürlich auch die anderen drei Mädels unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei, wenn ihr noch Buch oder besonders an eben auch Hörbuchempfehlungen braucht. Ich bin schon sehr gespannt, was die anderen Mädels heute so präsentieren werden. Und werde da meine Abo-Box sozusagen auch im Auge behalten. Entschuldigt bitte ein bisschen meine kratzige Stimme. Es hält sich jetzt schon ein paar Tage wacker, aber ich wollte den Hörgenuss jetzt natürlich trotzdem drehen, denn ich habe mich mit dem Hören bei diesem Buch wirklich beeilt, damit ich es gerade noch so hinbekomme, dass der Hörgenuss auch zeitlich hinkommt. Also es wird hier eine knappe Kiste, aber ich bin zuversichtlich, dass ich es hinbekomme. Beziehungsweise wenn ihr das seht, wisst ihr, ich habe es hinbekommen. Und jetzt, ja, sagt ihr, Mensch Steffi, mach's nicht so spannend. Was ist denn dein Hörgenuss? Ja, es ist Ferryman von Justin Cronin. Erstmal zeige ich euch den wunderbaren Wälzer, der er tatsächlich ja in haptischer Form ist, werde euch aber dann natürlich das Hörbuch einblenden. Und zwar wurde mir das haptische Buch vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ich habe aber dann gesehen, das Buch wird von David Nathan gesprochen. Und naja, da muss man... Ja, tatsächlich gar nicht so lange bei mir, muss ich da so rumüberlegen, ob ich es nicht dann höre. Und so habe ich zum Hörbuch gegriffen, was nicht nur von David Nathan gesprochen wird, sondern auch von Rieke Schmidt. Und wir haben hier eine Dauer von knapp 19 Stunden, was ich glaube bei über 700 Seiten auch absolut angebracht ist. Die Passage-Trilogie, also mit begonnen mit der Übergang, ist, glaube ich, so manch einem ein Begriff von Justin Cronin. Jetzt kam lange, lange Zeit nichts im Deutschen übersetzt mehr von ihm nach. Und umso neugieriger war, als ich, glaube ich, Ende letzten Jahres Ferryman so im englischsprachigen Raum gesehen habe und dann natürlich auch drauf gelugt habe, wann kommt denn die deutsche Übersetzung. Ja, ich lese manchmal Englisch, aber ich muss schon sagen, bei so etwas komplexeren Themen, die ja vielleicht tatsächlich hier drin so vorkommen, da weiß ich nicht, ob ich da so die Muse habe oder ob ich es nicht lieber tatsächlich dann einfach auf Deutsch genieße. Und ich muss sagen, ich hatte zeitweise das Gefühl, und deswegen ist dieses Buch auch zu einem Hörgenuss geworden, dass ich vielleicht einen Stephen King in Händen halte. Ja, das muss ich tatsächlich sagen, denn... Diese atmosphärischen Bande, die hier gezogen wurden und diese Beschreibungen, das hat mich sehr an den Großmeister schlechthin sozusagen erinnert. Und deswegen musste dieses Buch unbedingt ein Hörgenuss werden, weil es eben auch wirklich ein absolutes Highlight jetzt im August von mir war. Wir haben hier verschiedene Schauplätze und ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil ich glaube, dass man recht schnell, so nach 100, 150 Seiten, schon eine Richtung erkennt, die... in die diese Geschichte geht. Und ich möchte eigentlich gar keine Wendung vorwegnehmen und dementsprechend versuche ich möglichst wenig Andeutungen zu geben, was mir dann an dieser Geschichte so gut gefallen hat. Ja, wir haben verschiedene Schauplätze, verschiedene Orte, die wir näher kennenlernen. Zum einen haben wir Prospera. Das ist eine Insel, auf der die Prosperianer leben, die geschützt werden durch ein elektromagnetisches Schutzschild und sie sollen eben nichts von der Not der Menschen irgendwie mitbekommen, auch keine weitere Ablenkung sehen, sondern sich voll und ganz nach ihrer Wiedergeburt, was zum 16. Lebensjahr beginnt, sollen sie sich eben voll auf ihre Künste konzentrieren können, auf das, was ihnen gefällt, was ihnen gut tut und was eben einfach schön ist. Gleichzeitig haben wir die Insel Annex, auf die das Hilfspersonal wohnt, was innerhalb der Geschichte auch wichtig wird. Und dann haben wir Nursery. Man kann das schon so ein bisschen vom englischen Wort Nurse, ne, so ein bisschen ableiten. Und hier haben wir die Insel, auf der die geheimnisvolle Wiedergeburt durchgeführt wird. Denn man stirbt im Grunde in dieser Welt nicht, sondern man sagt eben irgendwann, jetzt fühle ich mich alt, ich fühle mich krank, ich möchte jetzt mein Leben verlassen und lässt sich dann vom Fährmann, und den begleiten wir eben in der Geschichte, weswegen auch Ferryman, lässt man sich auf diese Insel begeben, wird dann im Grunde wiedergeboren und mit mit Beendigung des 16. Lebensjahres, also wenn man 16 wird, wird man in eine Adoptivfamilie gegeben. Denn die Einwohner können keine eigenen Kinder bekommen und nehmen dann eben immer diese Jugendlichen auf, um ihnen dann eben den Einstieg ins Leben sozusagen schön zu machen. Und man weiß aber nicht so richtig, was passiert eigentlich davor. Man weiß nicht, was passiert danach. Und wir
begleiten eben Proktor Bennett schon so ein bisschen mit Beginn seiner Zeit, als er bei seiner Adoptivfamilie ankommt und arbeitet dann eben als Fährmann und bringt die Einwohner eben dann am Ende auf die andere Insel, wo sie eben wiedergeboren werden. Und er mag seinen Job sehr gerne, er ist da auch sehr verantwortungsvoll, weiß auch um die Wichtigkeit seines Jobs und irgendwann spürt er aber doch, dass irgendwas nicht so richtig passt. Er beginnt auch zu träumen, was nicht so gerne gesehen ist vom System. Und er spürt, irgendwas ist da anders, als man denkt. Ich hatte anfangs so 3-4 Ideen aus verschiedenen Science-Fiction-Filmen und auch Büchern und dachte, oh, vielleicht gehen wir in irgendeine dieser Richtung, was ich cool gefunden hätte. Aber nein, Justin Cronin hat es wirklich geschafft, hier eine einmalige Geschichte zu schreiben, die einfach großartig ist. Es ist schon so eine Art Endzeitgeschichte, die sehr wichtige Fragen stellt, die atmosphärisch erzählt wird. Und ich fand es einfach großartig. Ich mag dieses Epische, ich mag dieses Große, ich mag dieses Geballte, ich mag dieses Wortgewandte und Wortfüllige, was wir hier haben. Ich finde die ganze Szenerie sehr atmosphärisch. Auch wenn man zu Beginn gar nicht so viel erfährt über das Vorher, Nachher, sondern man wird so reingeworfen, merkt man schon, okay, man braucht so eine gute Stunde oder zwei beim Hören, wahrscheinlich so 50, 60 Seiten beim Lesen, um hineinzutauchen. Und ich bin aber so tief getaucht und so gerne getaucht und ich wollte gar nicht mehr auftauchen. Also ich bin total in den Bann gezogen worden. Es war atmosphärisch erzählt, es war sehr bildhaft, es war lebendig, es war spürbar, riechbar. Und das ist das, was ich bei der Passage-Trilogie auch schon so großartig fand. Und das ist eben auch das, wo ich gerne den Vergleich zu Stephen King ziehe, der das ja auch in Perfektion kann, wirklich Szenen einzufangen, die lebendig werden. Und das hat Justin Cronin für mich wirklich auch geschafft. Es gab Wendungen, die mich überrascht haben, die aber nachvollziehbar waren, die nicht so aus dem Huch, hier ist es, herausgekommen sind, sondern die sich entwickelt haben, die man angedeutet erkannt hat und dann kam, wumm, eben so dieser Schlag und das war wirklich großartig. Und ich fand die ganze Geschichte einfach ganz, ganz, ganz toll erzählt. So ganz eine kleine Kritikpunkt ist wahrscheinlich, dass ich die Dialoge manchmal ein bisschen unecht fand, aber es könnte tatsächlich auch einfach daran gelegen haben, dass man sie eben hört und nicht selbst in seiner Tonalität vielleicht auch spricht. Aber das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Kritikpunkt und dementsprechend ist da eigentlich gar nicht der Rede wert. Die Charaktere waren wahnsinnig gut geschrieben. Sie sind perfekt ausgearbeitet, sie waren tiefgründig, sie haben nachvollziehbar gehandelt, sich toll entwickelt und eben auch so diese Beobachtungsgabe, die Cronin selbst hat, wie er Menschen beobachtet, wie er sie schafft, aber dann eben auch diese Beobachtungsgabe, die er seinen Charakteren gibt, um uns diese Welt näher zu bringen. Einfach toll. Proktor wird, also den Charakter, den wir begleiten, Proktor Bennett, wird am Anfang schon so ein bisschen unnahbarer gezeichnet, aber je länger man ihm folgt und seiner Geschichte zuhört und mitgeht, umso mehr lässt man sich auch in diesen Bann ziehen und umso mehr stellt man Fragen und umso mehr versteht man all seine Fragen, Gedanken, Ideen, die er irgendwie im Kopf hat, richtig, richtig gut. Dann haben wir auch noch Thea, die mit all ihren Gedanken und Selbstzweifeln uns begleitet, die am Anfang auch so ein bisschen eine sehr nicht greifbare Bindung zu Proctor Bennett aufbaut, man aber dann doch irgendwie dahinter guckt. Und auch sie hat mich sehr, sehr gut mitgenommen in die Geschichte und einfach mitgenommen, mitgeleitet und einfach weiter die Geschichte auch erzählt. Und das wird eben aus zwei Perspektiven erzählt und wir haben dann eben David Nathan und wir haben Rieke Schmidt. Und ich glaube, zu David Nathan, ich glaube, wenn man seiner Stimme mag, dann mag man auch, wie er vorliest. Ich finde, dass er das einfach großartigst macht, gehört definitiv für mich zu den Top 5 Stimmen, die wir in Deutschland haben. Und für mich ist David Nathan eben im Kopf dann nicht David Nathan, sondern immer Christian Bale. Und so sah auch mein Proktor Bennett
aus wie ein sehr junger Christian Bale. Und ich kann da auch tatsächlich in meinem Kopf gar nichts anders machen. Wenn ich Synchronstimmen höre, sind die Charaktere sehr häufig dem sehr ähnlich, dessen die Synchronstimme eben auch die Stimme gibt. Und das war ja gerade bei Monster 1983 wirklich schwierig, da die Stimmen dann irgendwann wieder loszulassen und zu sagen, okay, der Hollywood-Film ist aus. Und hier passt es aber, finde ich, tatsächlich perfekt. Ich habe auch schon irgendwo Leuten hören, dass das Buch vielleicht verfilmt wird. Vielleicht übernimmt dann David Nathan Christian Bale. Ja, der ist fast ein bisschen alt jetzt dafür, aber na, man könnte sich ja so den ein oder anderen jungen Schauspieler vorstellen. Aber David Nathan hat für mich wirklich perfekt gesprochen. Ich mag es, wie er Tiefgründigkeiten, Tiefe gibt, wie er seine Stimme einsetzt. Und auch Rieke Schmidt, finde ich, hat das richtig, richtig gut gemacht. Ich habe auch ihrer Stimme sehr gerne gelauscht. Ich fand die Abmischung der beiden Stimmen sehr gut. Also auch nichts irgendwie einer lauter, leiser, dass man das irgendwie verändern musste, sondern es war wirklich ein perfekter Hörgenuss, der mir großen, großen Spaß gemacht hat. Und wer Science Fiction liebt, wer Dystopien gut findet, wer so Endzeitgeschichten mag, der ist hier absolut richtig und sollte dem Fährmann unbedingt einmal begleiten und sich den Rätseln stellen, die ja, sich da so ein wenig auftun. Das war ja nun mein Hörgenuss, der eben nicht nur ein Hörbuch-Tipp ist, sondern natürlich auch ein Buchtipp, den ihr dann eben sowohl als E-Book als natürlich auch als Hardcover lesen könnt, wenn euch nicht nach Hören ist. Und ich bin gespannt, was vielleicht euer Hörhighlight des Augustes war. Also schreibt es super gerne in die Kommentare. Buch und alle anderen Infos zum Hörgenuss unten in der Infobox. Schaut da auch super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.